Das Bataillon wird uns schon bald ablösen. Aber ich bin erst dann zufrieden, wenn wir hier... Gegenangriff! Na los, Bewegung! Die Mörserteams kommen den Hügel rauf! Fehler! Raus da! Und schalte die Mörserteams der Deutschen aus! Alle anderen auf Posten! Los, lass die Deutschen nicht in diesen Bunker! Wir haben hier viele Verletzte! Carter, warten Sie, bis der erste Turm abrückt! Dann sichern Sie die Haupttür! Deutsche Splittergranate. Thank you.
das war nur die erste Gruppe. Jede Sekunde kann die zweite Welle kommen. Nachladen und Waffen und Munition sammeln. Nicht nachlassen. Sie testen unsere Verteidigungen. Der echte Angriff steht bevor. Kennst du das, wenn wir zurückfeuern?
Sollte in 5 Minuten hier sein. Verstärkung in den 5. Gut halten. Benutzt die Waffen des Feindes, wenn ihr keine Munition mehr habt. Thank you.
7. März 1945. Mit einer spektakulären Wendung der Ereignisse wird eine einzelne Brücke über den Rhein von der 9. Panzerdivision eingenommen. Voller Verzweiflung errichten die Deutschen entlang des Rheins neue Verteidigungen, um den Vormarsch der Alliierten zu verlangsamen. Am 24. März versuchen alliierte Luftlandedivisionen mit einem gewaltigen Angriff Positionen östlich des Rhein zu sichern. Gleichzeitig bereiten sich an verschiedenen Positionen flussauf und abwärts alliierte Einheiten darauf vor, sich selbst ins Herz Deutschlands vorzukämpfen. Feindliche Truppen! Was drüben bei den Kisten? Lass sie ausschalten! Ha! Der
Der Amerikaner hat wohl nicht gewusst, wie man in Deckung geht. Weg, Endelisch! Na, bei mir bleiben! Es sind Amerikaner! Deutsche Infanterie! Hinter dir! Im Westen! Achtung, Granate! Thank you.
diesem Auto! Amerikanische Truppen! Im Auto! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Maschinengewehr! NG-42! Erster Stopp! Mann am Boden! Feindliche Infanterie! Bei den Fässern da drüben! Hinter uns! Hey, du Idiot! Fang das hier! Deutsche Splittergranate! Mann am Boden!
Richtung. Ami! Neben den Kisten! Bitte um! Neben dieser flachen Mauer da drüben, im Nordosten. Die Deutschen! Nahe der flachen Mauer, vor uns! McLeod, in Deckung! Die Infanterie aus! Schreiber, wir brauchen Hilfe! Wir müssen nachladen! Ami! 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 Ami!
Das war der letzte. Gute Arbeit, Corporal. Das ist doch überall Deutsche. Passt von hinten auf. Seid immer auf der Hut. Deutsche, hinter der Flak, im Nordwesten. Amerikaner, das Feuer auf die Amerikaner richten. Feindliche Infanterie beim 88er im Nordwesten. Deutsche Splittergranate. Gute Arbeit, Leute. Wir haben es mit den besten deutschen Truppen aufgenommen und wir haben sie heulend an den Rhein zurückgeschickt. Es macht mich stolz, mit euch zu dienen. Ihr seid allesamt gute Ranger. Sergeant Randall, eine Sache noch. Mit dem Gentleman bin ich mir nicht so sicher. Aber was würden Sie davon halten, Offizier zu sein? Ich biete Ihnen einen Posten als Lieutenant an. Gute Anführer sind schwer zu finden. Was sagen Sie? Es wäre mir eine Ehre, Sir. Aber dann würde uns ein Sergeant fehlen. Wie wäre es denn mit Corporal Taylor hier? Das merke ich mir, Lieutenant. Kümmern Sie sich um die Leute. Wegtreten. April 1945. Die sowjetische Rote Armee beginnt ihren Angriff auf Berlin, die deutsche Hauptstadt. Eine 500.000 Soldaten und Zivilisten fallen in einer schrecklichen Schlacht, die fast 3 Wochen andauert. Als die alliierten Einheiten Berlin von Osten und Westen aus einschließen, beginnt das Kommando der Deutschen angesichts der drohenden Niederlage zu wanken. Am 8. Mai 1945 ergeben sich die Deutschen bedingungslos den Alliierten. Zum Preis von 50 Millionen Toten ist der Krieg in Europa schließlich beendet. In allen Nationen der alliierten Streitkräfte wird der Tag des Sieges offiziell gefeiert, der Tag des Sieges über den deutschen Befehlshaber.